Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich wollte mal wieder ein Paket mit euch auspacken. Ich habe seit Ende letzter Woche ein kleines Paket eben hier stehen. Das war eine Sammelbestellung. Und da ist aber auch was für mich dabei. Und zwar ist das der oder ein Mystery Buddy. Vielleicht habt ihr das schon irgendwo gesehen. Ich hatte es natürlich auch beworben. Und zwar könnt ihr aktuell einen Buddy für 35 Euro bestellen, inklusive Sendpack. Und ihr wisst aber nicht, was ihr bekommt. Also ein Überraschungsbuddy. Und das hat mich schon gereizt, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe natürlich auch noch nicht reingespitzt. Es wird ein kurzes Video. Es sind, glaube ich, nicht viele Sachen. Und ich habe allerdings die zwei Kleinen schon wieder zu Hause. Von daher ist es gar nicht schlecht. Genau, alle Sachen, die ich euch jetzt zeige, die ich euch vorstelle, könnt ihr wie immer auf meiner Website bestellen. Die blende ich euch in der Infobox ein. Und falls ihr das Video heute seht, heute ist der 10. Oktober. Falls ihr das Video heute seht, dann springt auf jeden Fall auch heute Abend auf meine Website. Denn ab heute Abend um 20 Uhr sind ganz, ganz tolle Sachen erhältlich. Aus einer ganz besonderen Disney-Kollektion. Da kommen Minnie und Mickey als Buddy. Unser Cinderella-Schloss ist im freien Verkauf ab heute Abend. Der passende Bar dazu. Es gibt Geschenksets von Minnie und Mickey. Also springt unbedingt mal rüber. Auch das verlinke ich euch in der Infobox. Dort findet ihr, wie gesagt, alle Infos. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich hier bestellt habe. So, und zwar haben wir hier einmal die Wurfbox vom September. Also das ist noch eine Kundenbestellung und die zeige ich euch jetzt auch nicht, denn es gibt ein Video zur September-Wurfbox und abgesehen davon ist die ja auch gar nicht mehr erhältlich. Aber ich kann euch definitiv auch die Oktober-Wurfbox empfehlen. Also mir hat schon ein Vögelchen gezwitschert, was sich darin befindet. Meine kommt dieses Mal erst Ende des Monats, denn ich habe sie im Club-Abo drin. Und ja, deshalb kann ich euch erst spät ein Video von der Wurfbox abdrehen. Aber wie gesagt, kann ich euch empfehlen. Auch die findet ihr auf meiner Webseite. Genau. Dann machen wir gleich mal weiter. Und zwar sind jetzt hier einige Produkte aus der Schatztruhe. Und da dachte ich mir, die stelle ich euch mal kurz vor. Denn die könnt ihr, wie gesagt, aktuell dort bestellen. Und die sind vergünstigt. Ich muss hier nur kurz ein bisschen sortieren. So. Also wie gesagt, es sind wirklich nicht viele Sachen, aber es sind eben ein paar Sachen, wo ihr aktuell auch ein Schnäppchen machen könnt. Oh, und ich sehe gerade, dass ich ja auf meinem Überraschungsbuddy schon sehe, was drinnen ist. Aber da werden sich meine Jungs wahnsinnig drüber freuen. Zeige ich euch gleich. Also, erstmal zu den reduzierten Sachen. Wir haben hier einmal eine Minilampe und zwar die Rosi. Die könnt ihr bestellen für knapp 20 Euro. Ich glaube 19,60 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ihr habt natürlich den Stecker für die Steckdose immer mit dabei. Also es ist nicht so, dass ihr da irgendwas extra kaufen müsst, außer natürlich den Duft. Glühbirne, Stecker oder eben alternativ die Base ist immer enthalten, wenn ihr euch eine Lampe bestellt. So, dann haben wir hier ein paar gute Düfte, die ihr aktuell bestellen könnt für 5,95 Euro. Zum Vergleich, normalerweise kostet euch ein Bar Wachs 8,50 Euro. Also da spart ihr wirklich einiges. Und das sind richtig gute Herbst-Winter-Düfte. Wir haben hier einmal Cozy Fireside. Das ist ein schöner, warmer, würziger Duft. Dann haben wir, Entschuldigung, dann haben wir Berry Fairy Tale. Also den würde ich jetzt gar nicht unbedingt als herbstlich oder weihnachtlich bezeichnen, sondern der ist richtig, richtig lecker. Der ist, ja, bärig. Das ist ein schöner, süßer, bäriger Duft und es war tatsächlich lange Zeit ein Bestseller.
Also ich war sehr überrascht, dass der das Sortiment verlassen hat. Berry Fairy Tale und Freshly Picked waren einer meiner ersten Düfte, als ich bei Scentsy angefangen habe, und ich habe sie geliebt. Also die beiden Düfte waren tatsächlich die, die ich auch als erstes als Duftproben verarbeitet habe. Und wenn ihr süße, bärige Düfte mögt, kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Was wichtig ist, alle diese Sachen, die ich euch jetzt gerade zeige, die sind eben in der Schatztruhe erhältlich. Das heißt, dort findet ihr einfach Produkte, die im Abverkauf sind, die vergünstigt sind, und die sind aber nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Das heißt, sie können jederzeit ausverkauft sein. Wenn ihr jetzt also was seht, was euch gefällt, oder ihr dort mal stöbert, überlegt nicht zu lange und bestellt euch das. Genau, weil die Sachen sind wirklich bis zu 60% vergünstigt. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Dann haben wir noch einen meiner Favoriten-Herbstdüfte, und auch der ist reduziert. Und zwar ist das Apple Cherry Strudel. Das ist ein richtig guter, ja, Apfel-Kirsch-Kuchen-Duft. Also das ist so, ihr kommt nach Hause und es riecht, als hätte jemand frisch gebacken, und das passt einfach in diese gemütliche Jahreszeit. Den kann ich euch auch wirklich ans Herz legen. Passend dazu haben wir hier einmal den Scentpack in der Duftrichtung Apple Cherry Strudel. Auch der ist, glaube ich, aktuell reduziert. Und die Scentpacks sind wirklich mega. Also von unseren Düften für unterwegs, das heißt Kaba, Scent Circle, unseren Reisetwister haben wir ja auch. Das ist mein absoluter Favorit. Also wenn ihr Duft für unterwegs braucht, egal ob das jetzt im Kleiderschrank ist oder im Auto oder in der Handtasche, kann ich euch wirklich nur unsere Scentpacks empfehlen. Übrigens gibt es ja auch immer Sparsets. Das heißt, immer wenn ihr drei gleiche Produkte kauft oder sechs gleiche Produkte, dann spart ihr. Bei sechs Produkten ist sogar eins gratis, das heißt, ihr zahlt nur fünf. Also absolut zu empfehlen, immer in die Kategorie zu schauen, kombinieren und sparen. Moment, ich glaube, bei mir kommt die Post. Ich muss mal kurz gucken. Okay, war doch ein Fehlalarm. So, dann haben wir noch einen 3D-Circle in der Duftrichtung Joy and Wonder. Auch der ist aus der Schatztruhe. Also der ist so zweiteilig. Ich glaube, das sieht man. Den kann man zusammenstecken. Und dann habt ihr eben den Stern, den ihr euch auch ins Auto oder irgendwo hinhängen könnt. Genau. Joy and Wonder haben wir hier auch als Duftpots. Die benötigt ihr, wenn ihr einen Scentsy Go habt, einen Duftventilator, einen Mini-Duftventilator. Das heißt, alle Produkte, die eben mit den Duftpots betrieben werden. Und auch die findet ihr aktuell im Abverkauf. Genau. Dann habe ich hier noch zwei Packungen Duftöle. Auch die sind reduziert. Das sind die aus dem vergangenen Jahr, das heißt 2021. Und zwar haben wir hier einmal den Herbst-Dreierpack, also die Herbstöle, und einmal die Feiertagsöle. Ich zeige euch das jetzt auch nur so und mache die nicht auf, denn auch die gehören einer Kundin. Und der packe ich dann gleich noch die Sachen direkt zusammen. Die hat nämlich bei mir auch Duftboxen bestellt. Das mache ich heute alles noch fertig, dann wird es ausgeliefert. So sieht das Ganze aus. Ich gucke jetzt gerade, ob ich die auch zu Hause hatte. Ich glaube, die Herbstdüfte hatte ich auch daheim. Also das ist immer so ein kleines Dreier-Set. Und ein Öl hat 5 Milliliter Inhalt, so, ja genau, 5 Milliliter. Und die sind für unsere Diffuser, für alle, die da einen haben oder die sich einen anschaffen möchten. Wir haben ja da mittlerweile auch zwei verschiedene im Sortiment. Ich werde dazu auch mal ein extra Video machen, denn wir haben auch ein ganz tolles Starterangebot. Diesen Monat bekommt ihr nämlich unseren Deluxe-Diffuser gratis zum Starter-Kit dazu. Muss mal gucken. Ja, der steht sogar hier hinten. Also das ist quasi unser einfacher Diffuser. Wir haben ja noch so einen, ja, den Premium-Diffuser, also so einen großen. Der steht bei uns im Wohnzimmer. Und das ist der Deluxe-Diffuser.
Das Schöne an dem ist, der ist einfach robust, der ist aus Plastik, da geht euch nichts kaputt. Ich hatte den eine ganze Zeit lang im Schlafzimmer stehen und jetzt aktuell steht aber unser Luftreiniger im Schlafzimmer und deswegen ist der jetzt aktuell zu Anschauungszwecken bei mir im Büro und kostet 90 Euro, um die 90 Euro. Und diesen Monat bekommt ihr den plus ein großes Öl gratis zum Starter-Kit. Also das ist wirklich mega. Auch da setze ich euch den Link in die Infobox, wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, wie ihr diesen Diffuser gratis bekommt. Dann könnt ihr einfach mal auf die Website springen und dort findet ihr eben alle Infos. Also es ist nicht so, dass ihr durch den Link da gleich angemeldet seid oder so, sondern ihr könnt euch da einfach auch mal durchlesen, was die Voraussetzungen sind. Und so weiter, beziehungsweise könnt ihr mich auch einfach immer kontaktieren und dann kann ich euch das natürlich alles erklären. Genau, dann haben wir noch, das ist jetzt nicht reduziert, sondern aus der aktuellen Herbstkollektion. Herbst oder Weihnachts? Ich glaube Herbstkollektion. Genau, und zwar eine Duftblume in der Duftrichtung Cozy Vanilla und Pumpkin. Obwohl ich keine Kürbisdüfte mag, finde ich diesen Duft wirklich angenehm. Und ich liebe ja unsere Duftblumen, habe ich auch schon ganz oft erwähnt. Meiner Meinung nach auch ein super schönes Geschenk. Also wenn ihr da auf der Suche seid und ja, wisst nicht genau, was ihr nehmen sollt. Mit einer Duftblume, glaube ich, seid ihr immer ganz gut bedient. Mein absoluter Lieblingsduft ist Fluffy Fleece und auch Cozy Cardigan. Das sind richtig schöne, etwas intensivere Düfte. Die es tatsächlich auch schaffen, mein großes Bad zu beduften. Also da bin ich wirklich begeistert. So, und dann haben wir hier die vier Düfte der Saison, also Scents of the Season. Das heißt, das sind unsere Weihnachtsdüfte. Die sind noch nicht erhältlich. Die konnte ich als Beraterin vorbestellen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir dran schnuppern. Aber ich glaube, ich mache dazu ein extra Video. Genau, wo wir diese Düfte schnuppern. Da werde ich ein extra Video abdrehen. Denn ich werde die dann natürlich wieder zu Duftpröbchen verarbeiten. Das heißt, wenn ihr diese Düfte vorab schnuppern möchtet, bevor sie erhältlich sind. Was ist los? Wenn ihr diese Düfte schnuppern wollt, bevor die erhältlich sind, dann könnt ihr euch dann bei mir melden. Da musst du mal zum. Okay, Entschuldigung. Geh mal zum Leon, der kann dir. Der Leon kann dir helfen. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht. So? Ich weiß nicht, wie es geht. Okay, Sekunde. So. Also, wie gesagt, ich werde ein kurzes Extra-Video machen übers Düfteschnuppern und da könnt ihr euch dann auch bei mir melden. Wenn ihr diese Düfte schnuppern möchtet, bevor sie erhältlich sind, dann könnt ihr das dann selbstverständlich machen. Genau, jetzt wollte ich euch noch den Mystery Buddy zeigen. So, und zwar, wie gesagt, den Buddy könnt ihr für 35 Euro auf meiner Website bestellen. Ein Sandpack nach Wahl ist inklusive. Ich habe mich entschieden für Totally Mini. Das ist ein sehr süßer, schöner Duft und der Buddy ist eben eine Überraschung. Und ich habe es schon erwähnt, meine Jungs werden sich wahnsinnig freuen, denn wir haben den T-Rex und den finde ich mega cool. Tex the T-Rex. Ich habe irgendwann schon mal überlegt, den für meine Jungs zu kaufen. Ich glaube, dass der mal bei Bring Back My Buddy oder so dabei war. Also zu meiner Zeit gab es den, glaube ich, noch nicht zu kaufen, also regulär. Und normalerweise kosten unsere Buddies ja ein bisschen mehr, also so in der Regel zwischen 42 und 57 Euro. Also seid ihr mit 35 da echt günstig dabei. Und wenn man überlegt, dass der Sandpack auch schon 10 Euro kostet, beziehungsweise der Disney Sandpack sogar ein bisschen mehr, zahlt ihr ja nur noch 25 für das Kuscheltier. Und ich habe auch schon mal gesagt, ich habe die ganz lange nicht bestellt. Einfach weil ich sie als teuer empfand. Und dann ist es ja einfach so, dass ich 5 Kinder habe. Und auch wenn ich jetzt die Mädels mal ausnehme, weil die schon ein bisschen älter sind, habe ich immer noch 3 Jungs. Und
Ja, dreimal ein Buddy, da ist man halt schnell bei einer Summe, wo man sich das zehnmal überlegt. Und dann habe ich mir den ersten Buddy gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber der war so süß, den musste ich unbedingt haben. Und dann wusste ich, warum die so teuer sind. Dann wusste ich den Preis zu schätzen, die Qualität zu schätzen. Und seitdem lieben wir sie. Und selbst mein Mann hat mittlerweile seinen eigenen Buddy, das ist das Scooby-Doo. Und ja, sie sind einfach besonders. Und ich kann euch das auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr jetzt für Weihnachten was sucht. Diese 35 Euro, das ist mega. Ich meine, gut, ihr könnt natürlich auch einen Buddy bestellen, wo ihr seht, was ihr bekommt. Ist vielleicht für ein Geschenk auch sinnvoll. Was ich euch auch empfehlen kann als Scentpack ist der Duft Chemie Time. Den nutzen wir sehr, sehr gerne für die Kinder. Der ist ein bisschen mit Lavendel angereichert. Und unsere Kinder nutzen das sehr, sehr gerne zum Schlafen. Jetzt zeige ich euch den mal noch. Also der ist wirklich mega süß. Schaut euch den mal an. Ah, hier steht sogar drauf, Bring Back My Buddy. Also war ja bei Bring Back My Buddy dabei. Das heißt, der wurde schon mal zurückgewählt und ich finde ihn total süß. Und hier hinten hat er einen Reißverschluss und da könnt ihr dann eben den Scentpack reinpacken und dann duftet es richtig schön angenehm. Genau. Das ist also der Mystery Buddy, der jetzt bei mir dabei war. Ich habe aber auch schon ganz, ganz viele verschiedene gesehen. Und ja, ich finde ihn, wie gesagt, echt niedlich. Und jetzt muss ich nur mal gucken, weil, wie gesagt, ich habe drei Jungs. Könnte Theater geben, vielleicht packe ich den jetzt auch einfach ein und gucke mal, ja, wie es aussieht weihnachtstechnisch. Dann braucht man ja immer mal wieder was. Ich glaube, das werde ich sogar machen, dass ich den direkt als Geschenk wegpacke. Und ja, wir sind jetzt wie gesagt am Ende des Videos. Ich werde jetzt noch mal ein Schnuppervideo direkt abdrehen, dass ihr das im Anschluss noch anschauen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich kontaktieren. Ansonsten findet ihr alle Links zu den verschiedenen Produkten in der Infobox. Und obwohl es jetzt ein sehr kurzes Video war, hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht war das ein oder andere Produkt dabei, wo ihr sagt, ach ja, das wäre was für mich. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dann!